Jo Leute, und somit herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal Hendrik Schuster. Und heute öffnen wir zwei Edeka Multipacks der neuen UEFA Euro 24 Sticker von Topps. Ja, diese Edeka Multipack, und zwar hat Topps in Zusammenarbeit mit Edeka ein Multipack rausgebracht. Und zwar kriegt man hier für den Preis von 6,99 € eine Stickertüte mehr, also quasi der ganz normale Multipack-Preis, nur dass man halt eine Stickertüte mit 6 Stickern gratis dazu bekommt. Was man außerdem bekommt, ist wie in den normalen Multiplex ein Gold Signature Sticker von den Starspielern. Und ich finde das auf jeden Fall eine sehr coole Aktion, dass man hier quasi dann zumindest 1 Euro spart und eine Tüte dazu bekommt. Das heißt, man kriegt statt 7 Tüten 8 Tüten für den Preis für 7 Tüten. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Hinten und vorne sieht man das auf jeden Fall nochmal aufgedruckt. Wie gesagt, hier der Hinweis davon, 6 Sticker gratis. Und ich habe direkt mal 2, das heißt, wir öffnen heute 16 Sticker-Tütchen und mal gucken, welchen Signature Sticker wir haben. Ich habe jetzt schon ein paar Produkte mir angeguckt und manchmal liegt der Signature-Sticker einfach wohl so dabei. Manchmal ist er auch in der extra Sticker-Tüte dabei, deswegen lassen wir uns mal überraschen. Und ich sehe, glaube ich, dass er hier genau unten dabei liegt. Okay, wir haben dann den Starspieler-Sticker Nummer 1 im Signature-Look. Und dann hier noch Multipack Nummer 2. Also die sind in ganz Deutschland verfügbar bei Edeka. Ihr könnt gerne vorbeischauen. Mein Edeka hat zum Beispiel über 20, 30 Stück davon noch. Und dann haben wir hier die Sticker und ich sehe es schon, wir haben hier den Starspieler für Deutschland mit Leroy Sané mit Unterschrift, also die Signature Parallel Variante. Und ich würde sagen, jetzt können wir auch ein wenig ranzoomen, also hier die Parallel Variante von dem deutschen Spieler von den Bayern, Leroy Sané. Und hier für die Niederlande, Rodi Gakpo, der Mann von Liverpool. Die legen wir jedenfalls mal in die Ecke. Und dann haben wir, wie gesagt, die ganz normalen Stickertütchen und ein Stickertütchen, wo auch 6 Sticker drin sind, aber angeblich wohl nochmal ein Gold Signature Sticker, also ein bisschen, glaube ich, ein Fail gewesen, soweit ich weiß, und bekommen ein paar Tops da wohl ein bisschen bei der Produktion vermasselt, in jedes Multipack was einzulegen, deswegen hat man aus Sicherheitsgründen, denke ich mal, nochmal was hier reingelegt. Dann haben wir hier unsere Tütchen und machen dann mal unsere wunderschönen und wunderbaren Sticker auf. 1 Euro, wie gesagt, 6 Sticker von Topps hier in den Multipacks, quasi eine Sticker-Tüte gratis dabei. Und starten mit dem Logo der Slowaken rein. Gibt auch Parallel-Sticker. Wenn wir eins ziehen sollten, werde ich euch auf jeden Fall darüber informieren. Auf jeden Fall das ein ganz normaler Logo-Sticker. Und dann haben wir Cristante, Kimmich, Ramos, Sehenswürdigkeiten aus Serbien, der rechte Teil und Jeremy Frimpong, der sich ja nun deutscher Meister unter anderem nennen darf. Sehr, sehr starker Mann. Hoffentlich reicht man was mit ihm lernen. Und hier haben wir direkt den ersten Parallel-Sticker. Und das ist das Logo der Rumänen. Und zwar im Purple Parallel-Look. Schwer zu erkennen. Ihr seht, der Unterschied ist, dass einfach der Rand des Stickers nicht normal glitzert, sondern diese schöne pinke oder Purple-Farbe angenommen hat. Dann haben wir Williams und Roden. Kleinheißler, Odesen und Rodriguez für die Luxemburger. Dann haben wir einen Spieler für die Slowakei mit Sralek, der hier leider schon so einen kleinen Schaden hat, wenn man das so gegen das Licht hält. Und dann sind wir nochmal bei Theo Hernandez für die Franzosen angelangt. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Serie, muss ich ehrlicherweise gestehen. Dann das dritte Päckchen, das dritte Logo mit dem von Albanien. Dann haben wir die Porträtsticker von Petro Porro, Karim Adeyemi für die Deutschen, Krejci für die Tschechen, Keller für Belgien und Balkovec noch für die Slowenen. Was leider hier so ein bisschen die Gefahr, glaube ich, ist, ist, dass mir, glaube ich, ganz viele doppelte Sticker in diesen Multipacks ziehen können. Weil, so wie ich gesehen habe, Videos, dass man wohl ganz viele Sticker dann immer dieselben hat, weil hier nur eine bestimmte Auswahl drin ist. Aber muss man sehen, wenn wir jetzt zwei Multipacks öffnen, zum Beispiel zweimal Modric haben, dann wissen wir darüber Bescheid. Auf jeden Fall aber pro Modric haben wir ihn hier als Captain Sticker. Dann haben wir Radecki und Vaisenen für die Finnen. Schlotterbeck. Dann haben wir Mamardashvili und Kashia für die Georgier, Baluta für die Rumänen und Jules Condé für die Franzosen. Wie gesagt, die Franzosen auch mit Lizenzproblemen in der Serie drin, aber das brauche ich euch ja nicht jedes Mal erzählen. Dann haben wir Lazar Samardžić als Player to Watch für die Serben. Dann haben wir Lenormand, Ruben Vargas, Vitinha für die Israelis, Leitner und Gluck. Der Gluck auf jeden Fall ein sehr interessanter Mann für die Zukunft, spielt momentan bei Salzburg. Und dann haben wir noch Lovric für die Slowenen und sind somit durch unser Stickertütchen Nummer 5 durch. 3 Stück bleiben hier noch auf unserem Tisch sozusagen für Multipack 1 liegen. Und hier haben wir das Logo der Isländer. Dann haben wir mit der Karte von Gruppe C die rechte Hälfte, sowie Adam als Top 11 Spieler für die Ungarn.
Dann haben wir Achtuguglu für die Türken und umgedreht haben wir Doku für die Belgier und Stefan Posch, der Innenverteidiger der Gladbacher, noch für die Österreicher. Oh, das ist richtig cool. Wir haben einen normalen Glitzer Signature Sticker mit Benjamin Šeško für die Slowenen. Und diese Glitzersticker sind so, so selten. Also es gibt hier insgesamt 21 Stück. Und ich hatte, glaube ich, in meinem Display gerade mal 2 oder 3 Stück drin. Insgesamt ist das das, was auf jeden Fall am meisten gesucht wird in der Kollektion, wenn man auch beim Tausch einfach mal guckt. Also die Signature-Sticker und besonders die normalen Starspieler-Sticker sind das, was gesucht wird. Dann haben wir Spinazzola, Mafropanos, Saidudinov als Starspieler für Griechenland und die Mannschaft aus Kasachstan. Dann haben wir Christensen und umgedreht noch Hanko sowie Valren Say-Emery. Dann kommen wir zu unseren exklusiven Tütchen. Und auch hier ist natürlich ein Goldsticker drin. Und dieser auch mit Unterschrift, wie hinten drauf steht, mit Bernardo Silva. Somit haben wir hier 2 Sticker quasi im Parallel-Look einmal drin gehabt. Mit Raul Ixrep, wo er einfach so dabei lag. Und Bernardo Silva, der in dem Tütchen dabei war. Und dann hatten wir Šeško noch als normalen Sticker dabei. Dann haben wir Callum Styles für die Ungarn als Player to Watch. Linke Hälfte, ich glaube, das ist Tschechien, wenn ich mich nicht täusche. Genau, als Sehenswürdigkeitssticker. Dann linke Hälfte aus Italien. Nee, Portugal, Entschuldigung. Und dann haben wir Al-Dakhil und Stankovic noch als weitere Baseball-Tri-Sticker. Das war jetzt Multipack Nummer 1. Ihr seht, wir hatten ganz, ganz viele schöne Glitzer-Sticker dabei. Und dann geht es mal in Multipack Nummer 2 rein. Start auch direkt hier mit Arda Güler für die Türken als Player-to-Watch-Sticker. Dann haben wir Roberts und Meppel, Legendensticker von Zlatan Ibrahimovic, auch ein sehr, sehr schöner Sticker. Dann für die Georgier Dovali und Kvaratskhelia, auf jeden Fall beides Männer aus der Verteidigung. Dann Maximovic und Mattis de Ligt noch zum Abschluss in diesem ersten Stickertürchen aus dem rechten oder Multipack Nummer 2. Dann haben wir Captain Sticker für Alvaro Morata. Für die Spanier. Das klebt so ein bisschen hier vorne ran, als ob die Tütchen schon irgendwie 5 Jahre alt sind. Legen wir mal hier mit dazu. Dann haben wir Base-Decker von Mancini, Kolasinac und Tahirovic für die Bosnier. Dann Otavio, Top-11-Sticker von Trossard und Morten Julmand, der Mann von den Dänen aus dem Mittelfeld, der auf Vereinsebene für Sporting Lissabon spielt. Irgendwie klebend hier so ein bisschen. Dann Šeško als letzter Sticker und zwar diesmal als Player to Watch. Dann haben wir Mehmeti, Top 11 Ilkay Gündogan, Kavechi, Gruppe E, linke Hälfte der sozusagen Übersichtsseite oder von der Übersichtsseite. Und dann haben wir noch Pohm und Vetkal für die Esten. Wir sind vorne wieder bei Arnes Mehmeti, dem Mann aus Albanien, angelangt. Dann haben wir den nächsten Artist Sticker mit Sergej Milinkovic-Savic. Den dürfte ich auf jeden Fall noch nicht besitzen in meiner Kollektion. Dann rechte Seite Sehenswürdigkeiten aus Albanien. Mykolyschenko und Zinchenko für die Ukrainer, beides Außenverteidiger. Dann haben wir erneut Otavio, erneut die Gruppe E, die linke Seite. Und Pum und Vertikal sind auch schon quasi da gewesen. Ich glaube, das war jetzt sogar Back-to-Back. Also zweimal 3 Sticker hintereinander zu ziehen, ist auf jeden Fall nicht so ganz tolles. Und ihr seht schon, wir haben hier das Logo von Estland als Green Parallel Sticker gezogen. Auf jeden Fall, ich glaube, den normalen Logo-Sticker habe ich noch gar nicht gezogen. Deswegen kommt mir das Logo auch sehr unbekannt vor. Aber ich hatte in meiner 100er Box auch gerade mal einen Green Parallel Sticker. Das heißt, wenn man das so darauf münzen möchte, kann man sagen, ein Green Parallel Sticker in jedem 100. Tütchen drin. Daher muss man schon sagen, schon etwas Besonderes. Dann war Susic für die Kroaten. Bolla, erneut Kavechi, dann Mladovenic und Chouamini für die Franzosen. Und ich glaube, 3 Typen bleiben es noch, 2 normale und das eine quasi mit dem Parallel Sticker drin. Dann haben wir hier Damsgaard für die Dänen. Ferran Torres, Sehenswürdigkeiten aus Deutschland mit Schloss Schwarzstein. Dann Luke Shaw, Abdada und Solomon für die Israelis und Mickey van de Feen noch für die Holländer. Wie gesagt, ich habe sehr, sehr große Hoffnung und ich weiß auch nicht, sehr, sehr große Sympathisant von den Holländern. Ich hoffe mal, dass die weit kommen. Dann haben wir Player to Watch Armando Broja für die Albanier und dann nochmal Roberts und Meppem, aber Ebischer ist neu. Dann haben wir Sehenswürdigkeiten aus Portugal nochmal, den Donka und Konrad Leimer Top 11 Sticker. Und dann geht es als letztes Sticker-Tütchen. Hier haben wir dann diesmal einen normalen Sticker drin quasi. Ohne Parallel-Look im Gold-Starspieler-Look. Und das ist Bernardo Silva für die Portugiesen. Hier gerade schon anderen quasi als normale Version gehabt. Dann haben wir Dusan Tadic.
Und dann Legendensticker von Fernand Torres. Die Spieler von Bosnien-Herzegowina mit Sesic und Amir Hodžić. Dann haben wir Romelu Lukaku und Nicolas Seiwald. Und hier war nämlich quasi das perfekte Beispiel. Wäre quasi Sané nicht einfach so beigelegt gewesen, hätten wir quasi keinen der garantierten Signature-Sticker gehabt. Deswegen hat Tops, denke ich mal, einfach in jedes Multipack noch einen reingelegt. Und wenn man dann Glück hat, hat man zwei. Und wenn man Pech hat, hat man quasi nur den einen, aber zumindest der versprochen wurde. Sonst hat man in jedem Multipack einen Parallel-Sticker. Einmal Purple Parallel von dem Rumänien-Logo und Green Parallel von dem Logo der Esten. Das waren zwei Edeka-Multipacks. Was haltet ihr von dem Produkt? Ich finde auf jeden Fall die Aktion sehr cool. Man kriegt auf jeden Fall seine Parallel-Sticker voll und vor allem kriegt man auch für 1 Euro weniger ein Tütchen mehr. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Postet eine Playlist, checkt genau wie hier. Lasst auch noch gerne ein Abo da und hier könnt ihr gerne noch ein weiteres Video auschecken. Bis zum nächsten Mal und Tschüssikowski!